los. Ja, ja, kommen wir noch mit Hand in die Luft, es ist final. Komm, ich bin wieder zurück und ich punch jetzt cool. Ich hab die Nase vorne ab, bekommt den Nasenbruch. Schaut, wenn ich den Gay abendrappe, er braucht 4 Wochen für einen 3-Tage-Bart. Hey, yo, ich bin sterb und frech, du hast ja die Nase vorne, wenn du Härte hast. Ja. Yo, ich bin der Punk, yo, und er hat immer noch einen kleinen Schwanz. Dann komm ich wieder drin und ich spitzig. Logisch wird der Herd, wenn da ein grad so gefickt wird. Und das kommt noch hart, 3 Elexelend, aka Homo-Party. Yeah, Mann, ich hau dich raus da. Was dein Schwanz wird, Herr, du bist ein schwuler Mann. Wenn du mich fickst, wenn du mich fickst, ich bin frei und so high wie G6. Und komm ich drin und das bitte ich jetzt cool, sorry. Du zwingst mich dazu. Und dann komm ich rein, kann ich wieder Red bringen. Er muss da nämlich schon seine geschriebenen Text bringen. Hey, was für geschriebenen Text? Ich komm da an und ich ficke dich weg. Hey, shit, yo, ich fick dich weg. Mann, du siehst aus wie ein Punk auf Crystal Meth. Komm ich wieder rein und das bitte ich noch fetten. Die Einzigen, die dich feiern, sind deine Kollegen. Yo, der Punch ist so fett, seine Kollegen. Die haben keine Ahnung von Rap. Hey, meine Kollegen, die sind recht geil. Kollegen, aber du hast keinen. Ja. Mann, was ich für Brüte habe. Wie viel Brüte, du hast nicht mal so viele Typen da. Komm ich jetzt mit der Rap 83. Ich hab Kollegen, 2, sie sitzen neben mir. Und ich bring's hart 3. Für dich, Loser, hat niemand Sympathie. Ich gönn 2-1 bei dem Best of 3. Bringen mir den Gag, wir bringen den SCT. Sorry, nicht so ein Wack MC. Er sieht aus, als wäre auf Ecstasy. Und dann komm ich rein und dann bring ich die Parts rein. Du gehst doch nur mehr messen, den Arsch riechen. Und ich komm mit Tight Shit. Ich versteh nicht, warum so ein Schwuchtel gehypt wird. Ja, Dictator, und ich komme mit Parts rein. Dictator, du solltest ja mal Haar schneiden. Jo, ich geh jetzt an den Knack Attack. Oh nein, er hat sie unter dem Cap versteckt. Was meint ihr? Messi, Messi. Na gut, was meint die Jury? Es gibt Ich kenne es nicht. Ja, eigentlich gibt es 2 Gründe. Also die erste ist, dass der Excellent sich jetzt wirklich gesteigert. Und das andere ist einfach, dass das Battle wirklich nice ist und dass man sowieso froh wäre um eine dritte Runde. Darum würde ich sagen, wir machen das, oder? Ja, schwierig. Schwierig. Nein. Sehr ein gutes Battle. Die ersten 2 Runden. Die dritte Runde war weniger gut. Und dann finde ich, wo ungern für unentschieden bin, ich überlege mir, wer ist konstanter war. Und darum gebe ich meine Stimme einem Dictator. So ein Wichser. Ja, an mir liegt die Entscheidung. Ich mach's wirklich kurz und schmerzlos. Dictator. Yeah!